Jetzt zieht, oder? Ich bin mir eigentlich ganz sicher. Ja, aber es ist auf jeden Fall was reingelaufen gerade. Ja. Ja. Mach so, wie du denkst. Komm schon. Ja! Ja, ist es fit. Ja! Guter! Ach du Heilige! Was ist das denn? Was ist das denn? Geil, Maus, Alter! Junge, wie die Route sich biegt! Hol ihn her! Was geht ab? Die Sonne scheint, es warm draußen. Kurze Hose, Barfußsocken. Was könnten wir da machen? Ich zeige es euch. Aha. Brandungsruten, Magna Magic, dicke Rollen, Stiefel, Eimer, Forke, JJ, mein Bruder. Ja. Was machst du denn hier? Hey, alles gut, oder? Hallo, ich habe angesagt, dabei. Top. Top. So klein ist die Welt, Freunde. Ja, es geht Brandungsangeln. Wir waren schon lange nicht mehr unterwegs. Wir haben auf jeden Fall mega Bock. Die Flut ist um 15.30 Uhr. Es gibt nachher ein kleines Gewinnspiel. Jetzt werden erstmal Wattwürmer gesucht, damit wir ein paar Köder haben. Wir sehen uns gleich am Wasser. Emden an der Knock. Verlass dich auf Sachen und du bist verlassen, meine lieben Freunde. Warum? So wie es aussieht, eigentlich ist um 15.30 Uhr Hochwasser. Wir haben es jetzt 12.30 Uhr und es ist schon Hochwasser. Parkplatz randvoll, rappelvoll hier am Wochenende. Tourismus pur. Jetzt bin ich mir nicht mehr sicher, ob wir überhaupt angeln können. Weil wir dann keine Köder haben. Das ist natürlich wieder richtig schade. Aber wir gehen erstmal durch, gucken uns das ganze Geschehen hier an, ob wir da vielleicht doch noch irgendwo ein bisschen buddeln können. Nee, das ist ganz voll. Alter, das kann doch nicht sein. Das ist ja Wahnsinn. Das ist nichts. Nee. Wie mies ist das denn? Ey, Junge, Alter, ich sag ja, verlass dich auf irgendwas und du bist verlassen, Alter. Puh, keine Ahnung, was wir jetzt machen. Ich habe eigentlich gesagt gar keinen Bock mehr, ein Sonntagsvideo jetzt zu drehen. Ja, aber dann sind die Zuschauer sehr traurig, wenn es kein Sonntagsvideo kommt. Ja, was soll ich machen? Ja, ich bin es leid hier zu angeln. Ich sage euch das ehrlich, Freunde. Das hat bald ein Ende, das kann ich euch auch sagen. Und das ist auch ehrlich, Freunde. Aber nun muss ich euer Sonntagsvideo retten, unser Sonntagsvideo retten. Holen jetzt Tauwürmer. Wir haben zwei Posenrouten noch dabei. Jeder noch eine Grundroute. Und dann versuchen wir es mal auf Plattfische und natürlich andere Fische, die noch als Beifang mit dazukommen, wenn überhaupt irgendwas beißt. Aber ich wünsche euch viel Spaß im Video, bleibt auf jeden Fall dran. Ich denke, irgendwas werden wir schon erwischen, wenn die Zeit es noch zulässt. Und es gibt noch ein Gewinnspiel nachher, deshalb los jetzt. Ja, Brandungsangeln wird nun nichts mehr, Freunde. Aber wir werden im selben Gewässer mit Posen und Grundruten angeln. Würmer haben wir nun. Na, gucken wir mal, was wir erreichen können. Video retten. Hallo. Wo hast du denn noch eine Posenrute? Die? Ja. Dann nehme ich die. Was denn? Ich nehme die. Welche die? Das ist natürlich. Das deprimiert mich ein bisschen, Leute, dass ich jetzt nicht Brandungsangeln kann. Da hatte ich echt Bock drauf. Aber gut, wir haben eine schöne Stelle.
Fische sind, keine Ahnung. Aber ich gehe mal von aus, ne? Vielleicht kriegen wir sogar ein paar Plattfische. Möwen sind da hinten auf dem Wasser. Möwen sind immer ein gutes Zeichen. Wer weiß, was hier beißt. Ihr seid bestimmt gespannt drauf, ob hier ein Fisch beißt. Was für einer vor allen Dingen, das weiß ich auch nicht. Was bist? Hast du einen Biss? Nee, ich hab noch keinen Biss. Ja, wieso hast du nicht? Ja. Langsamer Zeit hier. Ja. Werden wir ja geerdet wieder. Geerdet? Ja, werde ich auch bald wieder. Wo sind wir denn hier? Schön mit Barfußsocken über die Disteln. Über die Bisteln. Also ein paar Krebse kriegen wir bestimmt. Boah, das sieht nicht gut aus. Schön hier, aber schwer zu beangeln. Makrelenschwarm! Da hinten ist die Black Pearl! Oh, wie schön! Du, ich sag mal so, ich habe keine Ahnung. Mal hier auf die Spitze? Nee, ja. Da oder da? Ich weiß es aber auch nicht. Hm? Sind die eher in dem ruhigen Bereich oder gehen die eher in das Strömmittel? Eine Posenroute habe ich da vorne vor das Tang auf jeden Fall. Da werden auch viele Krebs sein, weiß ich jetzt schon, aber vielleicht ist ja auch noch was anderes anzutreffen. JJ hat gerade einen Fisch rauben sehen. Keine Ahnung, was das war, vielleicht ein Wolfsbarsch. Erstmal einen schönen Aalhaken hier drauf, 0,35, 60 cm, Größe 1. Schönen Tauwurm drauf und dann mal gucken, was der Duftstoff bringt. Hast du die Würmer jetzt nicht mitgenommen? Doch, da. Meine Grundrute gleich noch rein und dann gucken wir mal, ob was beißt. Ein Wurm reicht vollkommen. Schön Tentakel. So. Maus, viel Glück. Was raus. War wenigstens der Platz sauber. Schön aufpassen hier, ne?
Oder angelst von da oben? Erstmal gucken, wie tief das hier ist. Ist auf Grund. Könnte theoretisch die Pose hier so ein bisschen lang treiben lassen auch. Kurz über Grund fischen und dann gucken, was passiert. Oh Mann. Eine ist drin. So Freunde, zweite Route wird fertig gemacht. Schön die Magna Magic von Balsa. Hat mir immer gute Dienste geleistet. Die mache ich jetzt auf Grund. Und dann mal gucken, wo ich die hinfeuer. Eigentlich sind diese Balken, das ist immer eine gute Stelle für Fische. Da tummeln sich die meistens wegen Muscheln. Ich komme von hier, ja. Ja, dann kann ich auch. Ja, schon öfter hier geangelt. Mal ein kleines Grundblei dran. 80 Gramm in diesem Fall, das reicht locker hier in diesem Pond. Gestern da hinten wissen wir, wo der Schießstand ist. Ja. Da war ich. Oh. Aber gar nicht. Da sitzt heute auch wieder einer. Gerade gesehen. Also eben die Ruten fertig machen, Leute, und dann gucken wir mal, ob was beißt. Und wenn nicht, dann haben wir es wenigstens versucht. Ja, genau. Das zeige ich mir auch wieder. Vernünftigen Wirbel hier. Da. Die Wattwürmer, die graben sich selber aus. Ja, wenn hier Ebbe ist, dann kann man die leicht graben. Ich war da hinten mit dem Fahrrad. Ja. War die Ebbe gestern auch. Und dann einfach mit einer Mistforke, ne? Gucken, wo die Löcher sind. Ja, ja. Und diese Sandhaufen. Dann kriegt man die easy raus eigentlich. Außer man kommt zur falschen Zeit, so wie wir heute. Jetzt müssen wir auch mit Tauwürmern angeln. Aber wir ziehen einen, oder? Ja. Natürlich. Eine Platte wäre geil, Maus. Ja, das wär schöne Platte heute Abend essen. Ja. Streng dich an. Ja. Wow. Ja. Wo kommen Sie denn her, wenn ich fragen darf? Aus Iserlohn, in Westfalen. Ah, ah. Ja, ungefähr 12 Kilometer von Dortmund. Ja, auf jeden. Und wie fängt man da so? Ja, in der Lippe. Ah ja, die Lippe ist da, stimmt. Kann man. Manchmal hat man Glück eben, das ist eben so. Manchmal. Barsch, Zander, Aal, so die Hauptfische? Da, ja, da ist gemischt. Gemischt auch alles. Wie bei uns eigentlich. So, hier nochmal ein Aalhaken, ein bisschen kleiner drauf. Größe 4. Zack, dann haben wir unsere Grundmontage schon fertig. Noch ein Köder drauf. Was haben die für Plattfische an? Ja. Ganz normale Grundmontage, Durchlaufmontage. Ja, diese Dinge habe ich auch. Ja. Die sind top, ne, sagt Blei. Aber manche in dem Kanal sind auch wohl nicht Plattfische. Ja, es ist, ist eher selten, aber doch, kommt schon vor. Doch. Ja, eigentlich alle unsere Kanäle, die anliegend an die Nordsee sind, die haben fast alle Plattfisch. Kommt nicht oft vor, vielleicht 5-mal im Jahr, dass man einen fängt. Ja. Aber es kommt vor. Aber hier ist auf jeden Fall besser dafür. Wo sollen wir die Grundroute hinknattern? Da, irgendwo vor die Pfeiler. Vor die Pfeiler, fängt auf jeden Fall. Die Kamera macht wieder technische Probleme, Freunde, wir kennen es ja. Aber das kriegen wir noch rein hier. Schöne Grundroute da vor die Pfeiler. Ihr müsst hier immer vorsichtig sein, es geht steil runter und wenn man hier mal stolpert, dann landet man schnell drin. Gucken wie tief. Ja, ist schon tief. 4 Meter oder so.
Und jetzt lasse ich die Schnur schlaff. Und an der Schnur gucke ich dann, ob ich einen Biss habe. So. Routen sind einsatzbereit. Zwei zumindest schon mal. JJ haut gleich noch eine dritte rein und dann entspannen wir ein bisschen und warten auf den ersten Biss. Ob das wohl was wird? Hier ist auf jeden Fall Futterfisch, Maus. Hast du einen dünnen, maschigen Kescher? Nee. Shit, dann hätten wir Granat holen können. Ja, Granatfreunde ist auch ein richtig guter Köder. Gerade frischer Granat. Und hier ist eigentlich immer alles voll in solchen Algenfeldern. Ich habe gerade auch schon einiges an Futterfisch gesehen. Demnach müssten eigentlich auch ein paar Räuber hinterherkommen. Ja, wir sehen hier die ganze Zeit was rauben an der Oberfläche. Und habe gerade erst gedacht, ob das vielleicht wieder diese kleinen Wolfsbarsche sind, die wir auch bei mir im Hafen angetroffen haben. Jetzt gerade ist ein Albatros rausgekommen und hat sich ein Dings geschnappt. Ein Blittjes. Kleine Sprotten. Meine Schnur ist in Bewegung. Kann sein, dass ich einen Krebs habe oder was. Aber bewegt sich nur langsam. Ist bestimmt ein Krebs. Letzte Route. JJ geht rein. Ja, Tauwurm-Posenmontage. Hier die Randzonen sind auf jeden Fall immer Hotspots. Gucken wir mal. Ist auf jeden Fall 4 Meter tief oder so. Ich guck mal, was hier los war. Das sind wahrscheinlich nur die Algen, ne? Da ist nichts. Ah doch, ist abgezogen. Es war ein Fisch. Da war irgendwas bei, Freunde. Pose nochmal neu auslegen. Hier war ein Krebs bei. Naja, Tauwurm ist halt nicht der beste Köder, um hier zu fischen. Das dauert keine 10 Minuten, dann ist der Köder tot. Jetzt in diesem Fall auch schon. Am besten nehmt ihr Wattwürmer oder Garnelen. Das sind hier so die Favoritenköder. Damit fangt ihr auch sehr, sehr gut. Aber das haben wir jetzt leider beides nicht, weil die Flut uns überrascht hat. Wir machen das Beste draus und fangen noch einen, irgendwie. Auf jeden Fall war da ein Biss. Das ist immer ein guter Spot, Freunde. Denn hier sind so kleine Buchtungen drin, durch die Metallverstrebung. Und da sitzt sehr, sehr oft Fisch drin und vor allen Dingen auch sehr, sehr oft Plattfisch. Und was denkst du? Fangen wir was? Ja, also ich meine, hier ist ja schon mal Aktivität und so, das ist ja schon mal so ein bisschen... Futter, ne? Und alles ist genug so, da. Deswegen. Biss hatten wir jetzt auch schon. Ja. Vielleicht kriegen wir ja was, Freunde. Würde mich mega freuen. Über so eine Schnur gezogen. Aber aufgehört. Das sah aus wie ein Biss. Gut gezogen auch. Aber er ist schon wieder weg. Schon ein Krebs. Ja, müssen wir eh einen neuen Köder drauf machen. Wie gesagt, nach 10 Minuten sind die Würmer meistens kaputt. Da war jetzt der zweite Biss, habt ihr leider nicht mehr gesehen. Ist gut losgezogen, aber auch sofort wieder losgelassen, warum auch immer. Und ja, nach 10 Minuten sind die Köder kaputt, da müssen neue dran gemacht werden. So 20 Minuten kann man warten, aber dann wird's Zeit.
Das scheint sich auf jeden Fall nicht nochmal zu zeigen, der Fisch, wenn das einer war. Aber gut, einfach mal abwarten. Dann wechseln wir jetzt mal. Ich hole die Pose hierher, da vorne ein Pfeiler und die Grundangel kommt weiter rein. Einfach mal gucken, ob die Fische im Tieferen besser gelaunt sind. Hier am Rand ist noch nichts passiert. Aber auf die Grund schon zweimal. Da war, glaube ich, ein Krebs dran. Ja. Noch einen Wurm holen. So, noch einen Wurm drauf. Kühlbox ist essentiell, Freunde. Wenn ihr die Tauwurmbox einfach so in der Sonne oder in der Tasche lasst, dann dauert das auch keine halbe Stunde, dann sind die Schrott. Wir haben heute schon wieder fast Temperaturen von 30 Grad, fühlt sich zumindest so an. Ab nächste Woche soll es hier ein bisschen kälter werden, bis 17 Grad tagsüber, da freue ich mich schon drauf. Dann gehen wir wieder schön Forelle angeln. Dann werden auch wieder neue Forellen besetzt überall. Naja, jetzt gucken wir nochmal, was wir so erreichen können. Vielleicht zwischenzeitlich noch eine alte Tag- und Nachtfolge drehen. Mal gucken. Zu hohen Spann. Müssen wir die Grundangel gleich mal kontrollieren, was das gewesen sein könnte. Ich habe gehofft, ein Plattfisch, aber der liegt jetzt so lange und bewegt sich nicht mehr. Ich glaube mal, das war nichts. So, die Pose jetzt dahin. Jetzt mal die Grundangel kontrollieren. Ist richtig schön losgezogen einmal. Aber ist nichts dran. Oh, ein Krebs. Nein. Ja, hat gut was abgefressen. Das könnte ein Fisch gewesen sein. Mist. Vielleicht kleine Fische, ich kann es nicht sagen. Ich glaube, es wird Zeit für etwas Eelcatcher. Ich versuche den Fisch mal nicht ganz so viel Angriffsfläche zu bieten. Zieh den Wurm einfach auf, damit er mir da nicht immer dieses Stückchen abreißt. Ein bisschen Eelcatcher, wenn ihr das haben wollt, guck im Shop vorbei. Ist noch vorrätig. So. Schon weiter draußen probieren. Jo, 6 Meter ungefähr. Weiter geht's. Hose hat sich hingestellt und wandert jetzt rechts hinter den Pfeiler, also meiner Meinung nach wieder ein Krebsbiss. Wandert so langsam und zuckt nicht und nix. Das muss ein Krebs sein. Ja, es war ein Krebs. Hat jetzt gerade losgelassen. Wahnsinn.
Fisch, Mann. Das ist ein Fisch. Ja, ja, das ist ein Fisch, Leute. Das ist ein Fisch wahrscheinlich. Auf Tauwurm. Warte, bis er richtig zieht. Er zieht, oder? Ich bin mir eigentlich ganz sicher wegen der Schnur. Aber es ist auf jeden Fall was reingelaufen gerade. Ja. Ja, ja. Jetzt. Mach so, wie du denkst. Komm schon. Ja! Ja, ist ein Fisch. Oh, ja. Ein guter. Oh. Ach du Heilige. Oh, was ist das denn? Was ist das denn? Ich weiß es nicht, aber er kämpft. Geil, Maus, Alter. Junge, wie die Rute sich biegt. Ja. Hol ihn her. Hol ihn bloß her. Wo ist, haben wir Kescher nicht mit? Ist der Kescher nicht hier? Auto. Nee. Was ist das denn? Ein Aal. Ein Aal, Maus. Den darfst du nicht fangen, Alter. Oh nein. Das passiert, das Beifangen, der kommt wieder rein. Aber ein dicker Aal. Aber hast du mich aber gerade reingeworfen? Ja. Ich dachte erst, du hast einen Lachs dran, Mann. Ja, aber der fühlte sich auch so an, ey. Woo! Es wird doch noch ein Video. Oh. Guck mal, wie die Route sich biegt hier. Das ist ein dicker Mops. Aber kriegen wir den so hoch, ja, ne? Ja, ist er da. Der ist richtig fett, ey. Geil. Was hast du für ein Vorfach? 35? Mhm. Ja, ist ein Aalhart, ne? Alter, was ein Cavenzi. Schöner Seeaal. Nee. Ja. Oh, schöner Aal, Maus. Jasses. Schade, dass er wieder rein ist. Ja. Oh, oh. Er beißt mich. Er hat geschluckt. Hat geschluckt. War ein Aal, Mann. Wahnsinn, dass das noch passiert, Freunde. Und dann, ich habe ja gerade das neu ausgeworfen. Der musste, ich musste ihn genau vor der Nase. Hast du was zum Messen? Ja. War ein Tier. Guckt euch den an, Freunde. Ja. Schöner Fisch auf jeden Fall. Das Ding ist einfach nur, dass das Aalangeln an den Küstenbereichen jetzt mittlerweile verboten ist. Natürlich hat man einen Beifangaal, das ist ganz klar. Aber der Fisch muss leider zurück. Schöner Aal. Nimm mal. Oh, der ist länger. Oh, so 60, 65 cm. Das Ding. Schere. Da. Willst du es tun oder willst du? Ich zeige ihn nochmal. Oh, das ist immer schön. Willst du ihn selber zeigen? Nee, mach du mal. Wo ich den jetzt hab, ich auch wieder zurück. Jasses, was ein schöner Aal. Also irgendwas über 65 cm hat er auf jeden Fall. Das ist dick. Dick haben wir auch. Ja. Haken geschluckt, wurde ihm kurz abgenommen, ganz normal, den wieder selber wieder los, kein Problem für den Aal. Und der zersetzt sich auch relativ schnell hier im Salzwasser. Leider dürfen wir den nicht mitnehmen, ist auf der geschützten Liste, der geht wieder zurück. Aber schöner Fang, Maus. Ja, mega, ne? Juhu! Tschüss, Maggie. Das ist doch noch ein Video, war Freunde, bis jetzt nur ein Aal, noch keine Bisse und nichts gehabt. Aber den haben wir schon, mausdickes Petri, Alter. Petri da. Krank, Leute, oder? An, ey. Jetzt kommt die jetzt ist auch gerade Höchststand erreicht. Mhm. Kann sein, dass jetzt gleich wieder abläuft. Das ist immer eine sehr, sehr gute Phase, um nochmal auf Fische zu angeln. Vielleicht kommt ja noch was. Wer weiß. Was ist das eigentlich für eine Rute? Ja, die hat Papa mir geschenkt. Die ist ja schön, eine Alter. Spinnrute. Hab ich jetzt, die ist eigentlich nicht dafür gedacht gewesen, aber es war ja auch nicht geplant, dass wir es heute machen. Ne? Hey, so kommst also, du manchmal, ne? Deswegen. Unverhofft kommt oft. Ich hatte schon wieder alles aufgegeben. Also ich war schon wieder in Norwegen, Leute, sage ich euch so, wie es ist. Und da hat JJ es nochmal rumgerissen, das Ruder hier. Das freut mich sehr, ne? Deswegen habe ich auch auf Grund. So ist es. Deswegen habe ich auf Grund umgebaut, weil der Stopper nicht durch die Ringe ging. Das ja, ist alles ja. improvisiert. Das ist alles ne? improvisiert hier. Auch die Routen und alles, was wir mit haben. Wir wollten ja eigentlich Brandungsangeln und ja. Deswegen. So ist es dann jetzt gekommen. Und das mit einem Tauwurm, ne? Ja, mit so einem kleinen Pipi-Ding. Sehr schön. Mach dir wieder so ein kleines Pipi-Ding drauf, wa? Danke. Super. Ich glaube, ich werde ja, Kescher holen, ne? Ja. Haben wir vergessen. Passiert in der Eule. Brandungsangeln, ne? Schön, Maus.
dickes Petri, Alter. Ich mache ihm schnell wieder ein Fettig hier. Jetzt kommt die ablaufende Phase, Freunde. Vielleicht kommt da ja noch irgendwie was. Eine Platte, eine dicke Platte. Eine Platte in der Größe des Aales, das wär's. Ja, schönes Abendessen, voll Abend, ne? Das gibt's doch. Ich dachte erst, sie hat einen Lachs oder sowas drauf. Krank. Einfach nur krank. Kontrollieren hier. Oh, ist ja auch was drauf. Ja, Krebs. Hat losgelassen gerade. Dicke Krabbe war das, glaube ich. Ja. Wenigstens ein Fisch rausgekommen, Freunde. Nee, war gar nichts irgendwie. Was war das? Das war keine Krabbe. Alles halb so wild wie ein Porzellantiger. Wo habe ich meinen Rutenständer? Da. Flut ist da, meine lieben Freunde. Ich hätte es echt nicht mehr geglaubt, dass wir noch was kriegen. Wir sind jetzt schon seit bestimmt 3 Stunden oder 2,5 Stunden am Angeln. Bisse war so gut wie gar nichts. Nur Krabben. Viel Futterfisch auf jeden Fall hier. Viel Granat, viel Blittjes, viel Sprotten. Ja, und dann hat es jetzt doch noch geklappt. Und auch noch so eine schöne Schlange, war richtig geil. Schade, dass wir den nicht essen dürfen. Das wäre es gewesen. Ablaufen Wasser jetzt, wie spät? Kurz nach 3:30. Guck mal, was hier alles in Gang ist jetzt. Ja. Alle Möwen ziehen los. Ja, und beginnt das große Fressen gleich. Ja. Also bei der anderen Möwen, die jetzt irgendwie ja wieder zu. Ja. Ja. Hättest du da noch mit gerechnet? Ja, auf keinen Fall, ey. Sag Frau da. Perch? Nee, gar nicht. Erst recht nicht so. Ist gut abgezogen, der Fisch auf jeden Fall. Ey, als sie den dann dran hatte und weil sie sagte, ich habe den gerade erst reingeschmissen, habe ich echt gedacht, die hat irgendwie, keine Ahnung, Lachs oder so dran. Ich weiß auch nicht, warum das so in meinem Kopf drin hängt, ne? Krass, aber ein schöner Aal, ein richtig schöner Aal. Habe ich nicht mehr mit gerechnet heute. Aber so kann es kommen. Auf jeden Fall immer schön durchhalten. Wenn ihr nicht die richtigen Köder habt, auch nur Tauwürmer, immer schön wechseln. Alle 10, 20 Minuten, damit der Köder schön frisch bleibt. Weil hier in diesem Salzgehalt gehen die einfach zu schnell kaputt. Ne? Und jetzt hat man es gesehen, Wurm war gerade eine Minute drin oder was und schon ist das Ding abgezogen. Göttlich, Mann. Nicht aufgegeben und belohnt worden. Jetzt noch eine Platte für ein Catch and Cook, das wär's. Ja, wunderschön, Freunde. Wunderschön hier. Viele Bisse sind es nicht, dafür dieser schöne dicke Aal von JJ. Wenn wir jetzt noch eine Platte kriegen, ne? Oder irgendwas, oder ein Wittling oder was. Irgendwas, was wir essen können, ne? Das wäre so schön, Mann. Da hättet ihr bestimmt auch Bock drauf, ein schönes Catch and Cook. So, eben die Flossen wieder sauber machen. Und denkt dran, es gibt gleich noch ein Gewinnspiel. Gucken, ob wir noch was erwischen. Hat wieder ein Biss gegeben, aber kein Fisch. Wieder ein Krebs, Mann. Du kriegst die Dinger nicht raus, ne? Ich hau den so eine Pfanne, ich sag euch das. Lecker, lecker. Wieder rein. Oh, was ist das hier für ein Wind? Bisschen näher ans Ufer noch. Gucken, ob er da liegen bleibt. Ja, ist Halbgrund, das ist gut. Da läuft was, da läuft was. Da lief was. Oh! Was war das? Ich weiß es nicht. Er läuft nicht mehr. Aber da war ein dicker Fisch, Mann. Junge, hat der einen Schwall gemacht. Das war nicht der Kopf, Mann. Nee. Da, er ist noch da, er ist noch da.
Hose tänzelt leicht. Scheiß großer Wurm, ne? Vielleicht doch eine Krabbe? Das ist, glaube ich, weg. Ja. Das war's, glaube ich, Freunde. Schade. Aber auf jeden Fall irgendwas bei. Was war das gerade für ein Fisch hier an der Oberfläche, Junge? Der war richtig groß, Mann. Er ist weg. Mist. Er ist weg. Schade, Alter. Hier, schon wieder. Weiß nicht. Da, schwimmt er. Das sind Meereschen. Ja, ich sehe sie. Meereschen waren das. Naja, es war ein Krebs. Hat gerade losgelassen. Aber egal, wenigstens noch was passiert. Und Meereschen, ey. Da, schon wieder. Ja, da. Ja, man sieht die nur so schlecht, aber es sind welche. Ja, ich glaube, es war eine Krabbe. Aber gut, die Meereschen sind auch hier. Krass. Hatten bis vorhin schon drüber, sind tatsächlich welche. Da wieder. Das würde ich jetzt gerne nochmal probieren, ne, auf die Meereschen, aber da haben wir leider keine Köder für dabei. Es sind auch nicht viele, ein paar nur gewesen. Da sind sie wieder, genau vor mir. Aber die werden keinen dicken Wurm nehmen. Freunde, was geht? Also, wir haben einen negativen Tag oder zumindest anfangs negativ zum positiven entwickelt. JJ hat noch einen wunderschönen Aal gefangen. Den zeige ich euch hier jetzt nochmal im Abspann. Das ist ein Fisch, Mann. Das ist ein Fisch. Ja, das ist ein Fisch, Leute. Das ist ein Fisch wahrscheinlich. Auf Tauwurm. Warte, bis er richtig zieht. Er zieht, oder? Ja, da ist auf jeden Fall was reingelaufen gerade. Ja. Mach so, wie du denkst. Komm schon. Ja! Ja, ist es jetzt. Oh, ja. Großer. Oh. Ach du Heilige! Was ist das denn? Was ist das denn? Geil, Maus, Alter! Junge, wie die Rute sich biegt! Ja. Hol ihn her! Hol ihn bloß her! Wo ist, haben wir Kescher nicht mit? Ist der Kescher nicht hier? Nee. Was ist das denn? Noll! Nein, Maus, den darfst du nicht fangen. Oh nein! Das passiert, das Beifangen, der kommt wieder rein. Aber ein dicker Aal. Okay. Aber hast du mich doch gerade reingeworfen? Ich dachte erst, du hast einen Lachs dran, Mann. Ja, aber der fühlt sich auch an. Woo! Es wird doch noch ein Video. Oh. Guck mal an, wie die Route sich biegt hier. Das ist ein dicker Mops. Aber kriegen wir den so hoch, ja, ne? Ja, ist er da. Der ist richtig fett, ne? Geil. Was hast du für ein Vorfach? 35? Mhm. Ja, ist ein Aalhaken, ne? Alter, was ein Cavenzi. Schöner Seeaal. Nee.
schöner Alm aus. Jasses. Schade, dass er wieder rein ist. Ja. Oh. Er beißt mich. Hat er geschluckt? Hat geschluckt. Was ein Aal, Mann. Wahnsinn, dass das noch passiert, Freunde. Und dann, ich habe ja gerade erst mal ausgeworfen. Der musste, ich musste ihn genau vor der Nase. Hast du was zum Messen? Ja. Was ein Tier. Guckt euch den an, Freunde. Ja. Schöner Fisch auf jeden Fall. Das Ding ist einfach nur, dass das Aalangeln an den Küstenbereichen jetzt mittlerweile verboten ist. Natürlich hat man Beifangaal, das ist ganz klar. Aber der Fisch muss leider zurück. Schöner Aal. Nimm mal. Oh, der ist länger. Oh, so 60, 65 cm. Schere. Da. Willst du es tun oder willst du? Ich zeige ihn nochmal. Oh, das ist schön. Willst du ihn selber zeigen? Nee, mach du mal. Boah, ich den jetzt hab, muss ich auch wieder zurück. Yes, ist, was ein schöner Aal. Also oh, irgendwas über 65 cm hat er auf jeden Fall. Das ist dick. Dick haben wir auch. Ja. Haken geschluckt, wurde ihm kurz abgenommen, ganz normal, den wieder selber wieder los, kein Problem für den Aal. Und der zersetzt sich auch relativ schnell hier im Salzwasser. Leider dürfen wir den nicht mitnehmen, ist auf der geschützten Liste, der geht wieder zurück. Aber schöner Fangmaus. Ja, mega, ne? Juhu! Und natürlich, meine lieben Freunde, gibt es für euch noch was Schönes zu gewinnen. Einmal Earcatcher, einmal die Toreros im bunten Mix, alles was ihr dafür tun müsst. Lasst ein Like da, schreibt einen Kommentar. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt Biss. Bis dahin, Leute. Tschüss. Geil. Genommen, richtig schickert, wa? Maus! Komm, ein richtig fetter Barsch. Weg ist er. Geil, Freund. Gefunden. Fängt das an zu beißen. Ja, wunderbar. Maus, ich bin. Ja! Und ja, sind zwei, drei dicke Lachse hinterher gekommen. Ja! Nein! Ich hatte den dicken Zandermaus! Alter, kleiner Zander, Junge!